Jo, Katastrophe. Das externe Mikrofon, da bin ich scheinbar irgendwo dran gekommen und der hat sämtliche Aufnahmen ohne Ton, ja, verarbeitet, wie auch immer. Wir hatten also in den Szenen davor keinen Ton, deshalb an dieser Stelle herzlich willkommen zu Vlog Nummer 40. Ja, wir gehen noch mal eben kurz einmal zusammen rum. Also, ich hatte hier an den Abzweigstücken von den Bremsleitungen folgende Problematik, dass die ganze Geschichte relativ eng gestaltet ist. Sprich, wenn ich die Hohlschraube ansetze, so, da, die Hohlschraube ansetze, komme ich hier mit der Lüfterschraube und der Mutter von dem Exzenter Einstellbolzen in die Quere. Das hätte irgendwie gepasst, aber ich hätte den im Leben nicht mehr entlüften können. So, was habe ich gemacht? Oder vielmehr erstmal, warum war das Ganze so? Ich gehe mal davon aus, dass das mit der Maßgenauigkeit dieser Zubehörbremszylinder zu tun hat. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Mutter so ein bisschen einzukürzen. Man sieht es hier auch. Jetzt ist sie im Grunde so stark wie eine Standardmutter. Sollte eigentlich nicht weiter stören. Ja, hier habe ich jetzt natürlich immer noch keine Schraube reingesetzt, weil ich war natürlich schon zu Hause und als ich es dann gesehen habe, war es natürlich schon zu spät. Deshalb wollte ich jetzt mal eben nochmal alles so ein bisschen nacherklären, nacherläutern. Auf der Seite natürlich das gleiche Spiel. Sieht immer noch eng aus, ist es auch, aber es ist überall ein Lichtspalt zwischen und ich kann die Entlüfterschrauben drehen. Unten ist kein Problem, da passt das alles ganz wunderbar. Wie gesagt, an den Schläuchen kommt noch Scheuerschutz verbaut. Und dann sind wir an der Stelle soweit schon mal ein ganzes Stück weiter. Gut, dann hatte ich noch angedeutet, aber man hat es natürlich nicht verstanden, dass ich eventuell die Spur nochmal einstellen möchte. Was heißt eventuell? Also ich werde das versuchen, grob voreinzustellen. Und ja, normal bräuchte man einen zweiten Mann dafür, 2 Zollstöcke. So kann man es machen. Einmal hinten, einmal vorne messen. Ja, ich halte da gleich erstmal die Zollstöcke dran und peile mal grob die Richtung, wo wir überhaupt stehen. Und dann kann man, glaube ich, schon mal eher eine Aussage treffen. So, ich habe jetzt schon mal grob gemessen. Und zwar ausgehend davon, dass die Bremsträgerplatten einigermaßen in der Richtung sind. Lenkrad gerade gestellt, also Innenseite bis Innenseite auf der anderen Seite, 1,37 Meter. Und das ganze Spiel auf der hinteren Seite, ja, so wie man dran kommt hier, sind wir bei 1,36 Meter. Ich habe jetzt die Werte nicht im Kopf. Wie gesagt, ich habe die Spurstange so übernommen, die Maße, wie die mit den alten Spurstangenköpfen waren. Da werde ich mich nochmal einlesen, ob die Spur so stimmt. Dann kann man es natürlich so lassen. Wäre super. Ansonsten drehe ich die vorne noch mal so ein bisschen auseinander. Hier waren werkseitig vom Vorbesitzer Anschläge angeschweißt. Da werde ich nachher noch mal gucken, wenn ich die Geschichte mal auf Anschlag ziehe. Ja, sieht man, hier ist eine riesen Lücke. Allerdings liegt er hier an.
denke mal, das sollte man so ein bisschen ausmitteln und da wirklich noch was beisetzen, dass da die ganze Kraft, die da noch am Rad entsteht, vielleicht nicht so auf den Lenkhebel geht. Hier sieht man schon, die Bremsleitung, die ist wirklich auch auf Anschlag. Also die ist noch lose. Aber da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Aber von der Länge her passt sie. Jetzt nehmen wir diesen Lappen erstmal hier weg. So, dann kannst du nochmal andersrum. Der hat jetzt hier den inneren Anschlag. Das passt. Und hier vorne hat er dann dementsprechend auch wieder so kleinen Fingerbreit Spalt. Ja, da gucke ich nachher mal beim 52er, bei dem Allrad, wie der vom Anschlag her so ist. Jo. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle schon mal wirklich ein Stück weiter. Ja, was kann man denn noch auf die Schnelle noch so vorbereiten, so kurz vor Feierabend? So, kleiner Nachtrag zur Spur von der Vorderachse. Bobby ist auch mal eben mit dabei. Da steht Vorspur 3 mm. Habe ich jetzt dementsprechend angepasst. Bisschen enger gedreht. Jo, wollen wir mal schauen, wie das alles durchhaut. Ja, aber zwischendurch mal was anderes am Intrak. 33 Ampere Lichtmaschine. Das war die, wer sich erinnert, die ich aus meinem 6206 ausgebaut habe, weil hier ja so eine ominöse, fälschliche, falsche, irgendwo am Rahmen festgemachte Lichtmaschine war, die ja gar nichts so mit dem Original mehr zu tun hatte. Und jetzt die Frage: Passt am Intrak eine 65 Ampere Lichtmaschine bzw. 65 Ampere 14 Volt Generator? Wie man sieht, sie passt. Zumindest glaube ich das. Also ich kriege den Riemen gut stramm. Ich habe jetzt hier unten noch nicht angeschraubt, denn das war bei der alten Lichtmaschine auch so. Ich sage jetzt einfach Lichtmaschine, auch wenn es ein Generator ist. Man sieht hier den Abstand, der ist nicht ganz so überragend. Ich kann aber die Riemenscheibe nach vorne setzen. Dazu brauche ich eine Vielzahnnuss, 22er glaube ich, Maul oder Ring, je nachdem, was man gerade hat. Riemenscheibe runterziehen und dann die Scheiben, Unterlegscheiben hinter die Riemenscheibe legen. Ich glaube, ja, ich glaube, ich halte da mal die Kamera gleich drauf. So, ich versuche das Ganze jetzt hier mal. Wenn es interessiert, Keilriemengröße, die ich verbaut habe, XPZ 1435 LW 1448 LA. Also bei Keilriemen, ich kann es euch sagen, da muss man tierisch aufpassen. So, wollen wir mal gucken, wie das alles so funktioniert jetzt hier mit Licht. So. Wenn es zu hell ist, bitte Sonnenbrille aufsetzen. So, wie immer zu wenig Hände. So, Mutter. Und dann habe ich hier eben die dicke Scheibe und die dünne. So, wollen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn ich jetzt die
dünne gegen die dicke Scheibe tausche. Jetzt ist der natürlich unten wieder abgesprungen. Dann noch mit Kamera in der Tasche, da muss man echt aufpassen. So. So, wenn ich den jetzt stramm ziehe und so grob drüber gucke, ja, müsste man jetzt natürlich einmal festziehen alles. Aber der kippt immer noch so ein bisschen zur Lichtmaschine hin, also nach dahin. Deshalb werde ich da jetzt die eine Scheibe noch dahinter legen. Dann mal gucken, was passiert. Und da sieht man schon, das geht natürlich nicht, weil ich dann auf dem Absatz keinen Halt mehr habe und die Unterlegscheibe an sich da vorne, ja, weiß ich nicht, ob die dünner ist. Ja, das geht so eben. So. Also, wenn mir jetzt noch nicht übel geworden ist, Hut ab. So, also unsere Differentialsperre ein bisschen runterdrücken. Also jetzt nichts. So. Ich hoffe, man hat irgendwas gesehen. So, ich könnte jetzt alternativ auch noch mal gucken. Ja, das wird nicht funktionieren. Also der Halter ist ja so gegeben. Sonst hätte man gesagt, man legt an dem ganzen Halter was unter. Ja, vielleicht. Gut. Ich ziehe halt mal fest. Und Spannung passt mir auch so ganz gut. Also im Grunde braucht man einen 24er für die Mutter bei dieser Art von Generator und eine, was haben wir? Ja, 10er Vielzahnnuss. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk, ne? Ich glaube, das nehme ich auch noch mit in dieses Video von der Vorderachse rein, dass es nicht ganz so eintönig wird. Wenn sich jetzt jemand fragt, Kea, du hast die Vorderachse noch nicht mal ganz zusammen, die Bremsen noch nicht mal entlüftet, da ist noch nicht mal eine Kabine drauf. Warum baust du jetzt zum Teufel eine neue Lichtmaschine ein? Aus dem gleichen Grund, aus dem ich dieses doppelwirkende Steuergerät mit Schwimmstellung eingebaut habe. Besser als jetzt komme ich nicht dran. Und warum 65 Ampere und nicht 33? Also man überlegt ja, den Trecker jetzt nicht nur so wie er ist einzusetzen. Klar, da kommen irgendwie vielleicht LED-Arbeitsscheinwerfer noch dran am Ende, aber jetzt auch nicht so wie so ein Tannenbaum.
Aber ja, so ein bisschen Spinnerei ist ja doch, dass man je nachdem, was man noch so vorhat, sich ein elektrisches Steuergerät noch einbaut. Oder zwei vielleicht, die dann über einen Joystick zu bedienen. Das Ganze sollte eigentlich zu realisieren sein, ohne großen Aufwand, ohne nachher groß was zu machen. Da will ich jetzt aber noch nichts verraten, weil ich da mir so überlegt habe. Aber dazu muss der Schlepper erstmal laufen und TÜV haben. Und das ist ja, 100.000 Abonnenten spezial. Ja, und weil da natürlich ein bisschen mehr Strom gebraucht wird, denke ich mal, fährt man mit einer 65 Ampere Maschine ganz gut. Also die kleine hier, die 33er, die funktioniert. Die halte ich mir auch noch für schlechte Zeiten, wenn mal was ist. Ja, also die hat bei dem 62er alles getan, was sie sollte. Aber war schon hart an der Grenze. Gut, die sieht jetzt natürlich auch ein bisschen mitgenommen aus, ne? Also die habe ich nicht fertig gemacht oder sonst wie. Die, ja, die ist ja einfach so rausgekommen dann. Gut. Ja, ich denke mal, da machen wir jetzt ein kürzeres Video raus. Einfach nur, dass wir mal wieder einen kleinen Zwischenstand haben. Und dann würde ich mich freuen über weitere Abonnenten. Gerne immer Fragen oder einfach nur einen Daumen da lassen. Hilft auch immer viel. Und ja, ich arbeite am 500er Spezial. Auch da ist mir ein Fauxpas mit der Kamera, mit den Tonaufnahmen passiert. Will ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Vielleicht. Nee. Ich glaube, wir machen erst das Intro-Video raus und dann kommt das 500er Spezial in Ruhe.